Hochspannungsleitungen und Masten, da gehen Hubschrauber normalerweise lieber auf Abstand. Nicht so das Team der Badenova. Vom Helikopter aus inspiziert es derzeit die Stromtrassen im Schwarzwald. Sind alle Masten und Isolatoren noch in Ordnung? Ragen Bäume zu nah an die Leitungen? Hat der Blitz eingeschlagen? Wurden neue Gebäude gebaut, die die Sicherheit gefährden könnten? Stück für Stück fliegen die Experten jedes Teil an und überprüfen es. Aus der Luft geht der Check schneller und besser als vom Boden aus. Und so lautet die Bilanz des Einsatzes: Das 167 Kilometer lange Netz ist in einem guten Zustand. Nur Kleinigkeiten müssen gemacht werden.